Und damit hallo und willkommen zurück zu Pretty Old Pixel. Mein Name ist Selma und ihr seht immer noch mit Bild und immer noch Ultima auf der Ultima 1 auf der PlayStation. Das letzte Mal haben wir so die ersten Schritte gewagt und haben schon mal den Weg in den Norden gefunden. Und wenn ich mich recht erinnere, Tobi ist ja im Chat, also falls ich mich nicht recht erinnere, weiß Tobi Bescheid. Hier oben war irgendwo dieser Heilbrunnen, da werden wir jetzt auf jeden Fall mal hingehen, um uns zu heilen und dann den Level weiter zu erkunden. Ach, an die Steuerung muss ich mich echt gewöhnen. So, war das nicht hier? Ah, das ist ja auch interessant. Die Geheimtüren sind jetzt richtig so abgesetzt. Secret Door. Ach, das ist... Hä? Also für mich sieht es so aus, als wäre hier eine Kante. Hier so, also das wäre eine Kante und das hier ist ein Secret... Wenn man hier drauf ist, es nicht... Oh, okay, da muss man... Okay, aber man erkennt die trotzdem interessanterweise ganz gut. Bin ich spannend. Cannot reach that. Hm, ihr habt gerade gemerkt, ich komme schon ein wenig besser mit der Steuerung klar. Aber sie geht bei weitem nicht so flüssig von der Hand wie auf dem PC. Da ist ja der Brunnen. Ha! Hat meine Stärke renewed. Hier gibt es auch noch was zu essen, aber was essen müssen wir nicht. Was ja, also, Tobi, findest du nicht auch, das Wasser sieht irgendwie nicht so? Also, ich muss sagen, in der PC-Version war das animiert, oder? Also, ich erinnere mich an animiertes Wasser. Das sieht nicht so doll aus. Ja, wenn ich reingehe, bin ich halt so. Naja, ich wünsche dir einen schönen Abend, Nachmittag noch und einen schönen restlichen Feiertag. Hat mich gefreut, dass du vorbeigeschaut hast. Vielleicht magst du ja morgen auch. Da blättern wir weiter in der GameStar, wo ich letzte Woche mit Alexander und Jörg Langer aufgehört habe. Nee, gibt keine Welleneffekte. Ich finde auch, das Wasser hätten sie ruhig... Aber vielleicht ist das eine technische Geschichte? Keine Ahnung. Obwohl, Tomb Raider war doch auch animiert auf... Hatte doch auch animiertes Wasser auf der PlayStation, oder? Ach! Unser Freund der Oktopode! Hallo! Au! Oh, Leather Leggings ist damaged. Okay, man kann anscheinend doch noch die... Ich kann... Warum kann ich mich so beschissen bewegen? Aua! Den Oktopoden finde ich jetzt, ehrlich gesagt, gar nicht schlecht animiert und so weiter. Der gefällt mir schon ganz gut. Na komm. Ha! Er ist schon gelb. Ja, kümmern wir uns, da hast du natürlich recht. Komm her. Ach, jetzt habe ich... Ah! Das ist natürlich fatal, dass man dann, wenn man ins Wasser... Da muss man echt aufpassen. Das ist auf der PC-Version, glaube ich, auch ein oder zweimal passiert. Natürlich ist das auch beschädigt. Also das ist hier ganz cool. Also man... Ich glaube, man sinkt hier irgendwie in das Holzding ein. Man bewegt sich dann ganz langsam. Ihr habt das ja eben auch gesehen. Das ist ein bisschen buggy. Wooden Shield ist damaged. Aber ich habe ihn jetzt die letzten 10 Minuten auch nicht einmal mehr getroffen, den Kollegen da. Okay. Dann spiel alleine weiter. Okay, gucken wir hier erstmal weiter. Oh. Aber den kriege ich jetzt.
Wasser ist schwach, ja, finde ich auch. Ich weiß nicht, ob das eine technische... Herr Gato, ganz genau. Heute mal die seltene Ausnahme eines PlayStation-Spiels. Ja. Wer ist er denn? Doc. Und das sind die Konversationen hier. Finde ich ganz kompetent gemacht. Will ich jetzt aber ehrlich gesagt nicht rein. Ich möchte noch weiter explorieren. Also ich muss sagen, die Soundatmosphäre ist dies beim Original schon ziemlich cool, aber hier noch ein Stück besser, habe ich das Gefühl. Hier gab es die Diamanten, für die wir immer noch keinen... Ich glaube, das sind halt zum Handeln, aber haben wir halt noch nie so richtig benutzt. Das ist auch so ein... Ah, hier geht's in den nächsten Level. Wie geht das? Ach, einfach runterlaufen. Okay, das ist ja praktisch. Den nächsten Level können wir uns jetzt auch schon mal angucken. Aber hier gab es ja die ganzen Kopflosen, die werden uns killen. Okay, aber jetzt möchte ich mir merken, dass hier der Gang in den nächsten Level ist und die einzige Möglichkeit, die ich habe, ist hier so einen Punkt hinmachen. Timur, hallo! Wie geht's denn so, PlayStation? Meinst du, wegen der, weil das hier PlayStation ist, bin ich krank? Nein, ich wollte die PS1-Version von Ultima ausprobieren. Von Ultima Underworld ausprobieren. Weil es ja... Hey! Noch gar nicht so lange diesen Patch gibt. Der ist ja auch viel besser ausgerüstet wie ich hier. Der hat einen goldenen... Schild. Brustpanzer. Okay. Gut. Ins Wasser sind wir schon mal, das hätten wir gecheckt. Morsecode auf die Karte malen, habe ich auch gedacht, dass man irgendwie sowas macht. Aber hier an der Seite, wo sich das anbieten würde, kann man nicht malen. Also wo wir das in der PC-Version, wo fängt das denn an? Hier fängt es an, hier kann ich... Hier, ab hier, diesen ganzen Rest kann ich nicht benutzen. Oh, irgendwie komisch. Untenrum ist er weniger gut gepolstert, stimmt. Ist das ein? Das ist auch ein Worn-Cudgel, den hatten wir ja schon. Krümmelmonster, dir einen guten Hunger dann. Schön, dass du da warst. Und natürlich noch einen schönen restlichen Feiertag. Okay, von hier bin ich gekommen. Ich finde das irgendwie komisch mit der Karte, oder geht mir das nur so? Hier war ich schon, da kann ich zurück. Genau, wir müssen jetzt erstmal wieder nach Norden. Ich mach das hier mal wieder weg. Scheiße, ich lass das. Das mit dem Kompass. Nein, ich wollte das machen. Das mit dem Kompass finde ich ganz gut soweit. Das gefällt mir. So, gehen wir nochmal nach Norden. Uns kurz heilen. Und diesmal springe ich nicht ins Wasser. So. Hier lang und dann. Der. Ah, es geht, man gewöhnt sich dran. Man gewöhnt sich echt dran. So, zack. Wieder gesund.
Nee, man kann gar nicht. Also ich habe es zumindest nicht hinbekommen. Was ich? Nee, es ist auch... Nee. Ich hätte überlegt, vielleicht muss ich... Also wenn ich R2 drücke und dann zum Beispiel diese Taste, dann kann ich hier mir... Nein. Kann ich das hier anmachen und dann habe ich hier oben... Oder? Ja, dann habe ich hier den Zauber drin und den könnte ich jetzt wirken, aber ich habe nicht genug magische Kraft. Warum habe ich jetzt... Nee, das habe ich jetzt irgendwie komisch getauscht. Das wollte ich nicht... Jetzt hab ich da, ja, jetzt habe ich das natürlich da reingetan. Genau, das wollte ich auch nicht. Also muss ich das so rumtauschen. Okay. Okay. Ja, könnte man trotzdem hier gleich mal bei den Dings vorbeigucken, ne? Wollte ich ja eben nicht, aber trotzdem hier. Genau. Kannst du mir das aufmachen? Das ist nämlich das Gesprächsinterface, was ganz nett ist. Hi, mein Name ist Donf. Donf, eh? Vielen Dank für den Tipp. Jetzt hat er das hier aufgemacht. Genau, jetzt kommen wir nämlich hier rein. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, als würden Wände so magnetisch sein. Man bleibt da schnell dran hängen. Wer ist er denn? Mellow Goblin hat keinen Namen. Der hat auch keinen Namen. Der hat auch keinen Namen. Okay, die sind nicht so wichtig. Das hier ist ein Campfire. Belong to Ray. Okay, das ist... Da wollen wir uns mal nicht mit. Und wenn wir hier runterhüpfen, sind wir nämlich auch im anderen Level. Okay, das sieht schon irgendwie komisch aus, ne? Oder machen die... Keine Ahnung. Ich weiß nicht, warum man da nicht eine... neutralere Idle-Position, Idle-Animation genommen hat. No Goblin. Upset Goblin. Mit dem sollten wir uns dann nicht anlegen. Keep out. Okay, da sollen wir nicht rein. Ah, mit dem können wir aber reden. Das ist Rachtikal, oder wie heißt er? Rettichal. Ah ja, genau, das ist die Königin. Und ich finde, diese Porträts haben schon ein... Keine Ahnung, ich sag's jetzt einfach so, wie es mir in den Sinn kommt, ein JRPG-Touch, oder? Also ich finde schon, dass sie irgendwie, weiß ich nicht, mich daran erinnern. Aber ich finde sie trotzdem hübsch. Und die sehen halt schon anders aus wie in der PC-Version. Ups. Okay. Kommen wir hier, glaube ich, rein und mit ihrem Mann sprechen, der uns dann den ersten Auftrag gibt. Ja, genau. Der Avatar ist auch sehr anime-like, finde ich auch. I'm Donf. Ja. Bin Freund von ihm. Okay, war vielleicht nicht gut. Vielleicht haben die sich mit dem angelegt. Keine Ahnung. Okay. Thank you.
Genau, jetzt bekomme ich den Quest, da den die Spinne zu töten. Okay, kann ich noch über Caribous fragen? Tragic. Genau, ich glaube, das sind so die Sachen. Das frage ich mich, wie man die Fackel anmachen kann, Tobi. Also, ja, ich kann die so anmachen. So? So. So kann ich die anmachen. Aber hier über das... also in der 3D-Ansicht weiß ich nicht, wie ich das mache. Scroll, Stick. Brauchst du nicht, Tobi. Alles gut, lass. Kein Aufwand deswegen. Secret Door is locked. Da muss man schon aufpassen. I must be going. Ich wollte ihn angucken. Nicht. Mellow Golden, genau, der hatte nämlich keinen Namen. Ach, du willst auch wissen? Ja, dann. Guck mal, die haben hier auch so einen Oktopoden drin. Kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Ist der PC-Version auch? Vermutlich. Achso, genau, hier waren die. Ganz komische Designentscheidung mit den Punkten. Ich glaube, ich hätte dann lieber, oder als Spieler hätte ich es besser gefunden, hätte jemand da irgendwie so Symbole drauf gemacht. Die müssen ja auch nicht jetzt so kompliziert sein, irgendwie mein ein X, ein Kreis, irgendwie sowas. Da ist man aus so einer vorgefertigten Auswahl an Symbolen sich entscheiden kann. Ah ja, da ist ja der Kollege. Vorbei. Ja, läuft nicht. Der ist abgeprallt und hat mich getroffen. Komm her, du. Wenn man manchmal gegen eine Wand läuft, dann dreht sich die... also die Perspektive ist sehr stark. Komm her jetzt hier. Jetzt hör aber auf. Genau so. Das ist sehr irritierend. Kannst du vielleicht das Symbol mit den digitalen Tasten ändern auf der Karte? Können wir gucken. Hier rüber. Also jetzt mache ich einen Punkt. Jetzt drücke ich nach oben. Nee. Ach, natürlich nicht, weil damit bewege ich ja. Damit bewege ich das ja. Und die anderen Tasten habe ich. Das sind X, Y oder ich habe jetzt hier diesen X, diesen Xbox-ähnlichen Controller, also Kreis, Dreieck. Mit dem einen mache ich den Punkt, mit dem anderen gehe ich raus. Also, nee. One Leather Cap, das brauche ich schon. Nein, das ist die Karte. Ich wollte ins Inventar sein machen. So. Und das möchte ich gerne essen. Das packen wir hier mit dem Schlüssel in den Sack. So, und dann nehmen. Bones. Slingstone, Slingstone. Battle One Cutter. Gut, auf jeden Fall erstmal jetzt das anziehen. Zack. So. Was war das? X? X? Nee. War nicht X. Nein.
Doch, X. Defense 8. Erfahrungspunkte 25. Stärke 25. Dexterity 23. Dem hätten wir es auf jeden Fall gezeigt. Und ich, für all diejenigen, die jetzt das letzte Video nicht gesehen haben, zeige ich nochmal, was passiert, wenn man hier speichert. Man kann jederzeit speichern. Jetzt bereitet er sich vor, darauf zu speichern. Jetzt speichert er. The Gru hat es auch schon gesagt, speichern nicht vergessen, genau. Dauert ein bisschen. Für all diejenigen, die ja die PlayStation hatten, ist das normal, dass das Speichern auf der PlayStation so lange gedauert hat? Und jetzt wird es nochmal verifiziert. Erstmal Kaffee holen. War das normal? Speichern dauerte, okay. Okay. Ist das auch hier? Das sieht doch verdächtig aus, oder? Okay, ist es scheinbar nicht. Ich sehe nichts Spezielles. Nichts Besonderes. Die Tür ist verschlossen. So, dann frickle ich mich hier nochmal durch. Wie habe ich das gemacht? So? So? So, Key does not fit. Okay. Dann so. Also. Dann. Das muss ich jedes Mal wieder machen? Holy moly. Okay. Um zu lockpicken, muss ich auf. Ich habe keine Ahnung. Ich sag jetzt die Xbox-Tasten. B drücken. Dann. Y drücken, um in diesen Sack reinzukommen. Dann Y drücken, um den Lockpick zu nehmen. Und dann B zu drücken, um es auszuprobieren. Failed. Okay. Lass ich's. Bin ich noch in den Ladezeiten und schnell. Ja, okay. Ja, ja, ja. Das ist dann richtig rasant. B, Y, Y, B. Genau. Aber dann auch noch immer aussuchen, ne? Das wäre, glaube ich, was, wo ich irgendwie so ein... Kann man hier bestimmt irgendwelche Makros machen oder so. Okay, ich denke, wir müssen jetzt nochmal nach Süden. Ich glaube, hier haben wir nämlich auch noch einiges nicht. Hier nicht auch noch Geheimgänge? Oder eine Tür, die hier durchguckt? Aber es kann auch am Emulator liegen. Oder? Ja, kann auch am Emulator liegen. Ich habe das Gefühl, ja, Herr Gator, die sind nicht alle neu, die sind schon angepasst. Wir machen das mal anders. Wir gucken jetzt mal nach. So, ich zeige euch jetzt die DOS-Version. Von diesen Texturen. Versuche das hier möglichst klein zu machen, damit man das noch wieder einigermaßen vergleichen kann. Hier. Seht ihr das? Dreh mich noch mal so ein bisschen, damit man hier die Texturen ein bisschen besser sieht. Also ihr seht schon, hier ist diese Schräge, die Schräge ist hier. Das sind schon die Texturen. Auch der Boden, das sind schon die Texturen.
Aber das Wasser zum Beispiel, das wurde neu gemacht. Haben wir hier noch andere? Hier, den... Die... Dirt. Das sieht auch ein bisschen anders aus. Das ist ja dieses hier. Das sieht hier auch, das hat so graue Dinger und so da drin. Also sie haben zum Teil neue, zum Teil alte Texturen. Oder haben die Texturen behalten. Und zum Vergleich nochmal das Interface, das sah natürlich auch ein bisschen anders aus. Aber sie haben auch versucht, das ungefähr beizubehalten. Finde ich eigentlich ziemlich cool. Also, sie haben schon versucht, sich an das Original zu halten. So. Von daher, ich vermute wirklich, dass sie die Engine portiert haben auf die PS4. Und nicht eine eigene genommen haben und die Level-Daten genommen haben. Weil die Level... Die sind 1:1. Bin ich mir ziemlich sicher. Ich glaube, wir haben doch alles hier schon. Was ist das? Brie. Ah. A bowl. Badly worn hand axe. Aber hallo. Die nehmen wir mit. Die will ich ausprobieren. Das sind... Ah, das ist noch eine Torch. Gucken, wie die Handaxe. Ach, shit. So. So und dann hier oben hin. Wie die Handaxe aussieht. Okay. Fackel geht nur über das Inventar an und aus. Schade. Und dann ist das oben links nur zum Zeigen, dass sie an ist. Okay. Ich glaube, dann haben wir hier doch alles. Ich meine... Nee, hier war ja noch eine Zutür und so weiter. Nee. Dann gehen wir jetzt erstmal... Gehen wir jetzt erstmal dahin, darüber. Ah ja, genau. Hier ist der Dingens. Hier waren wir ja. Da sind wir ja... Haben wir uns den Kopf gestoßen? Oder? Oder du legst die Fackel auf den Kartenplan und kannst mit Y an- und ausschalten. Ah, okay. Dann kann man nur den rechten. Aber dann habe ich lieber die Fackel, glaube ich, an der Hand. Bist du böse? Nee, die ist nur upset, die Giant Red. At least one sword. Wahrscheinlich hätte man die trotzdem killen sollen, ne? Für die Erfahrungspunkte. Weiß ich doch, dass es hier noch weitergeht. Aha. Hallo Freunde, Gulik. Ah, jetzt kann ich hier, seht ihr das? Also dieses Plüpp. Und jetzt hänge ich hier fest. Und das gab es in der Original-Engine auch, dieses Problem. Die haben keine Idle-Animationen, die stehen einfach nur da. Oh, okay. Ich bin Donf. Ich bin Gulik. Der Gesegnete. Warum bist du denn der Gesegnete genannt? Bla 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 bla. Erzähl mir ein bisschen was über das Abyss. Warum bist du hier gelandet? Ah, das ist ja doof. Ja. And so are a fool. Farewell. Good day. Bla bla. Okay. Jetzt habe ich natürlich die Tür nicht wieder zugemacht. Jetzt haut er ab. Ah ja. Genau, und hier ist zum Beispiel das Wasser. Und das haben sie definitiv neu gemacht.
Gibt es bei Moby Game Wasser zu sehen? Ja. Nee, gibt's nicht. Nee, bei Moby Game gibt's kein Wasser. Aber trotzdem, das sieht irgendwie komisch aus. Das Headbobbing, wenn das nicht so wackeln würde, wäre das gar nicht so schlimm. Ich testweise mache ich das mal aus. Ob das dann besser wird? Ne, hier ist es nämlich trotzdem noch. Ah, doch, so ein bisschen besser ist es schon. Aber naja gut, jetzt ist es. Ja. Ich denke aber, das hat irgendeinen technischen Grund. Fühlt sich besser an hier das Laufen jetzt ohne das Headbobbing. Oh, hallo. Cauldron, da ist nichts drin. Schade. Okay. Ja. Ich würde sagen, das war ein kurzer Blick in Ultima Underworld in die PlayStation-Version. Was meint ihr? Auf einer Skala von 1 bis 10. Oder von mir aus auch wie das klassisch. Machen wir es klassisch in Prozentpunkten. Von 1 bis 100, wie das in den Zeitungen war. Ihr habt dieses jetzt mit mir zusammen als Preview-Version gesehen. 1900, wann ist es rausgekommen? Moment. 1997 ist es sogar rausgekommen. 1997 als Preview-Version von einem Spiel, was ihr 1992, also 5 Jahre später, schon gespielt habt. Und müsst jetzt sagen, wie vielversprechend das Spiel ist. Wie viel Prozentpunkte? 100 ist super vielversprechend. Ihr freut euch drauf, seid richtig, richtig, richtig gehypt. Und 0 ist, könnt ihr komplett vergessen. 1997, ne? Quake, Duke Nukem. Ich weiß nicht, was auf PlayStation, wahrscheinlich schon reichlich Resident Evil und so weiter. Tobi sagt 74%. Ich hatte auch gesagt 74%. So in den 70ern. Nicht, weil ich sage, das ist wirklich eine ganz neue Dimension von Ultima Underworld. 76, 75. Ihr seht das ähnlich wie wir. Also Tobi und ich. Also wir sehen das alle so. Aber ich finde es richtig spannend, Spiele nach Jahren dann nochmal auf einem anderen System portiert zu sehen und angepasst auf die Version zu sehen. Ich finde es wirklich eine spannende Geschichte. Heute würde wahrscheinlich man sagen, ich finde es interessant, ein Remake zu sehen. So ein richtiges Remake, das gab es ja damals da, den Begriff direkt gab es auch noch gar nicht so richtig. Also, ich finde es schon spannend. Ich wäre gespannt, die finale Version, immer in diesem fiktiven 1997 Redaktionssetting, die finale Version zu spielen. Jetzt wieder zurück in unserer Zeit, Tobi und alle anderen. Wir spielen aber die PC-Version weiter, oder? Ich hatte nämlich am Anfang kurz überlegt, als ich das vorgestern Probe gespielt habe, habe ich gedacht, irgendwie schade, das ist so ein interessanter Port. Vielleicht hätte ich den lieber spielen sollen, also weiterspielen sollen. Ich würde den jetzt gerne weiterspielen, so. Und ich hatte überlegt, vielleicht machen wir eine Pause und fangen dann mit diesem Port nochmal neu an, aber ich bin mir jetzt nicht mehr so richtig sicher. PC-Version wegen Adlib-Sound, die gefällt Tobi besser. Mir auch, ehrlich gesagt. Der Viewport ist Fullscreen, das ist schon toll. Heute wird man sowas Remastered nennen. Ja, richtig. Richtig. Musik gefällt Herr Gator besser. Ich glaube, eine ähnliche Musik kannst du auf der PC-Version auch mit General MIDI bekommen. Vielleicht bereite ich das zum nächsten Mal vor. Muss ich mal gucken. Seeker sagt, interessante Fassung, aber für ein Spiel des Jahres 1997 doch sehr enttäuschend.
Ich hätte als Tester eine 60er-Wertung gegeben. Als Tester, ja, wenn ich die Vollversion testen würde, ich glaube für 97, wäre das bei mir auch so der Fall gewesen. Ja. PC-Version wegen Adlib Sound hatten wir schon. Ja. Für diejenigen bei YouTube, lasst mich wissen, was ihr davon haltet. Also, ich find's spannend. Der Chat findet's spannend. Bin gespannt, wie es euch geht. Das war es jetzt aber erstmal von Ultima Underworld. Ich hoffe, euch hat der Ausflug in die Vergangenheit Spaß gemacht und hat euch gefallen. Es gibt natürlich noch das Abschlussgespräch, aber Alexander ist jetzt erst im Urlaub. Wir haben noch andere Abschlussgespräche vorher. Das heißt, das zieht sich erstmal noch hin. Wenn ihr mögt, könnt ihr freitags bei uns aber auf Twitch/PrettyOldPixel eventuell mich das Spiel weitersehen. Weiterspielen sehen, so. Vielleicht aber auch ein anderes, je nachdem, wann ihr reinschaut. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Bleibt vernünftig und uns gewogen. Tschüss!